Der FCM Flyer Alarm Treiskirchen lud zum Krampuskränzchen im Kammgarnsaal in Möllersdorf. Bei dem traditionellen Tanzabend ließen die Kicker die vergangene Saison gemütlich ausklingen. Der FCM Flyer Alarm Treiskirchen veranstaltete sein traditionelles Krampuskränzchen. Bei diesem geselligen Event wurden Speisen und Getränke gereicht. Es gab Live-Musik, Tanz und eine Tombola mit zahlreichen attraktiven Preisen. Das gemütliche Treffen fand in den geschmückten Hallen des Kammgarnsaals in Möllersdorf statt. Die Dekoration war passend zum Krampus-Thema gestaltet. Und da stellt sich natürlich die Frage, waren alle artig? Der Krampus war noch nicht da, wir warten ganz gespannt. Ich glaube, er wird noch kommen. Ja, auf jeden Fall ein wirklich schönes Event heute am Abend. Es ist halt ein alt eingesessener Brauch und es waren alle zusammengekommen und da in Treiskirchen alle das feiern. Ja. Ich habe noch kein einziges versäumt in den letzten Jahrzehnten. Gute Stimmung und wichtig für unseren Fußballverein. Seine Einnahmen natürlich, die wir heute machen, schon im Vorfeld mit dem Kartenverkauf. Und wir sind wahnsinnig stolz auf jedes Jugendteam, auf jedes Frauenteam, auf die Kampfmannschaft. Tolle Geschichte bei uns, der FCM. Wer ist heute alle dabei bei dem Fest? Ja, die ganzen Mannschaften von Treiskirchen, Kampfmannschaft, zweite Mannschaft und auch die Damenmannschaft. Habt ihr jetzt schon ein bisschen Winterpause? Es schneidet draußen. Ja, wir haben noch nächste Woche, letzte Woche. Ich hoffe, wir können dann noch trainieren. Aber dann ist große Winterpause, ja. Aber auch nur 14 Tage, dann haben wir schon ein Heimprogramm wieder und am 10. oder 8. Jänner geht schon wieder der Trainingsstart los für die Frühjahrssaison. Wie war die Saison? Sagen wir mal gut, wie wir uns das gedacht haben am Anfang an. Ich glaube, es hätte um eine Spur besser sein können. Ist leider nicht so geworden, aber ich glaube, wir können zufrieden sein, wie es dann verlaufen ist im Endeffekt. Hat ein schönes Fest, alt und jung und Mittelalter, alles sind zusammen. Ja, also was den Verein ausmacht. Wir fangen an bei den ganz Jüngsten und wir haben jahrzehntelange treue Fans, Funktionärinnen und Gäste am Sportplatz und das macht den Verein aus. Da muss man einen recht herzlichen Dank dazu sagen an alle, die was uns da unterstützen. Und wir haben ja sehr große Jugendarbeit, wir haben mittlerweile fast 250 Kinder im Nachwuchs. Wir sind mit 19 Mannschaften im Meisterschaftsbetrieb. Und da trägt natürlich das Krampuskränzchen das jährliche auch zu unserem Budget bei. Es war ein gemütlicher Abend, der nicht nur die finanzielle Bilanz, sondern auch die Kameradschaft stärkte. Sehr Frage in der heutigen Zeit, was macht man? Die Jungen sagen, naja, die Alten dann alle tanzen, die Musik, die wollen schon was anderes. Aber schauen wir mal, es läuft noch immer gut und der Saal ist voll und wir sind zufrieden.